Jetzt müsste man eigentlich eine Folie sehen, wo klimaneutraler Campus steht. Perfekt. Denn darüber will ich ein bisschen was erzählen. Sie sehen im oberen Teil den Gebäudeplan, zumindest des Hauptcampus der TU Berlin. Insgesamt, es ist ja nicht alles zu sehen, wir haben noch Liegenschaften im Wedding zum Beispiel und kleinere noch an anderen Orten. Insgesamt verfügt die TU Berlin über ungefähr 100 Gebäude, von denen einige auch nicht die kleinsten sind. Das heißt, das ist schon eine entsprechende Anzahl und da ist auch der Energiebedarf ein entsprechender und die Möglichkeiten, etwas klimaneutral zu gestalten, sind groß, aber eben auch herausfordernd. Dann fragt man sich natürlich, worüber kann man da erzählen? Und man kann eben erzählen, wie wir auf dem Weg, längeren Weg und sicherlich auch steinigen Weg zum klimaneutralen, zu einem klimaneutralen Campus sind. Und dazu dann beleuchten, was Nachhaltigkeit für uns eigentlich bedeutet, welche Maßnahmen wir aktuell umsetzen oder welche wir in der Planung haben und wohin der Weg dann uns so führen kann und soll. Und zu Anfang vielleicht aber auch an Sie so ein paar Fragen, über die Sie sich vielleicht mal Gedanken machen können, wo Sie mal überlegen können, was für Sie ein klimaneutraler Campus wäre, wie würden Sie sich das vorstellen? Sie können auch mal überlegen, ich greife mal auf die vierte Frage vor. Die anderen beiden sind fett, weil wir dazu gleich eine Umfrage starten. Aber die vierte können Sie auch mal so in Ruhe überlegen, was Sie schätzen, wie dann so der Energieverbrauch einer großen Universität, in dem Fall der TU, ist, im Vergleich zu einem Dorf, einer Kleinstadt, einer Großstadt, was auch immer, einem Berliner Bezirk oder einem Kiez, aus dem Sie vielleicht in Berlin kommen. Und die eine Frage, die aber sicherlich spannend wäre, weil wir natürlich auch unsere Studienplätze, die wir anbieten, mit guten und vielen Studierenden füllen wollen. Und dann ist ein Kriterium der Auswahl sicherlich, wie nachhaltig ein Ort ist, an dem man studieren will oder die Uni, an der man studieren will. Und deshalb an Sie vielleicht, und dann gibt es, glaube ich, gleich eine Erklärung, wie das funktioniert, wie wichtig Ihnen denn das Thema Nachhaltigkeit bei der Wahl Ihres Studienplatzes ist. Und dazu gibt es diese Umfrage, wo Sie dann vielleicht mal teilnehmen können. Die ist jetzt auch freigeschaltet und ich sehe schon, dass die ersten Personen sich Ja. auch beteiligen. Und ja, das läuft so langsam auf. Die meisten Teilnehmenden sind ja wirklich schon routiniert dabei. Insofern sehe ich jetzt schon, von den aktuell 86 Teilnehmenden haben sich schon über 60 beteiligt. Und ja, das ist wahrscheinlich dann auch so zwei Drittel ungefähr sind immer diejenigen, die auch wirklich aktiv dann an so einer Fragestellung teilnehmen. Ja, Man das sieht scheint aber, jetzt, man sieht eben auch, dass das wird jetzt freigegeben, genau, jetzt sehen es auch alle anderen. genau, so, und man sieht eben, dass ich runde die Zahlen etwas, ungefähr zwei Drittel ist die Nachhaltigkeit bei der Wahl wichtig oder sogar sehr wichtig und nur ungefähr ein Drittel erachtet das als nicht so wichtig. Das heißt, es ist für uns neben der Verpflichtung gegenüber dem Land, neben dem eigenen Beitrag, den wir zum Klimaschutz leisten wollen, eben auch wichtig, solche Maßnahmen zu ergreifen, weil sie für die Studierenden und eben auch für die Wahl des Studienplatzes von Studierenden wichtig sind. Und deswegen auch deswegen die Maßnahmen, die wir da durchführen wollen und sicherlich auch in gewisser Weise die Vielfältigkeit an Maßnahmen, die man nachher noch sehen wird. Dann wäre als nächste Frage, was Ihnen so einfallen würde an Maßnahmen, um die Klimaneutralität auf dem Campus, des Campus zu fördern, zu verbessern, was man da so alles machen könnte. Das kann man natürlich jetzt nicht mit 1, 2, 3 oder 4
bewerten, sondern da sind Stichworte gefragt von Ihnen. Dazu ist im Chat jetzt gerade eben ein Link veröffentlicht worden. Der führt dann auf Mentimeter und vielleicht kennen das einige von euch schon. Und die Antworten, die dort eingegeben werden über den Code, der hier auch eingeblendet ist im Chat, die werden jetzt hier nach und nach in ein Bild einfließen, was dann auch die relative Häufigkeit der jeweils genannten Begriffe darstellt. Damit klinke ich mich wieder aus. So, jetzt haben wir schon eine Antwort, aber ein paar mehr werden natürlich hilfreich. Und ja, jetzt ist es doch besser. So, und man sieht eben auch die Vielseitigkeit an Maßnahmen von Fahrradstellplätzen, also mobilitätsgetriebene Aspekte über Dinge, die mit den Gebäuden zu tun haben, Dämmung, Gebäudesanierung, dann aber auch Fragen, die vielleicht eher in Richtung Klimaresilienz gehen, Kühlung von Städten, also Begrünung ist dann ein Stichwort, PV-Anlagen tauchten mehrfach auf den Dächern, aber auch Dinge wie ökologisches Essen habe ich irgendwo gesehen, was dann in Teilen Fragen sind, die eher in Richtung Studierendenwerk gehen, die für die Mensa ja zum Beispiel zuständig sind. Aber alles Themen, jedenfalls das, was ich bisher so sehe, die wir natürlich auf dem Schirm haben, in Siegelung, da kann man gerade Anträge stellen in dem neuen großen Sonderprogramm, was Berlin auflegen will und hoffentlich auch noch auflegen kann. Und Bahnreisen zum Beispiel zu bevorzugen, ist was, was wir selber machen können. Wärmepumpen ist so ein Stichwort, über das man nachdenken kann. Wir sind allerdings in großen Teilen am Fernwärmenetz dran. Und wenn die Fernwärme irgendwann mal in Gänze nachhaltig ist, dann muss man nicht selber jedes einzelne Gebäude mit einer Wärmepumpe versehen, weil die Fernwärme das dann versorgt und die ist dann hoffentlich irgendwann auch nachhaltig und klimaneutral. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so eine ganz wenig Heizen, wenig Licht. Auch noch so ein Punkt, der jetzt gerade ganz oben steht. Hatten wir im letzten Jahr, dann durften wir es auch etwas kühler machen im Winter, darf man nicht. Es gibt bestimmte Arbeitsplatzrichtlinien, man muss zu einer bestimmten Temperatur hochheizen. Letztes Jahr durften wir es etwas kälter haben. Aber manche Sachen gehen eben auch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen. Aber erstmal glaube ich, herzlichen Dank. Es haben sich ganz viele beteiligt. 68 Antworten waren da. Das ist schon mal sehr spannend und ich vermute, es hat irgendjemand aufgezeichnet, sodass wir das hinterher nochmal auswerten können, ob da sich noch irgendwo was versteckt, wo wir vielleicht noch nicht dran gedacht haben. Dann würde ich aber mal weitermachen. Ich vermute mal, ich muss meinen, nee, muss ich meinen Bildschirm nochmal freigeben Den oder? Bildschirm nochmal freigeben, da der andere Bildschirm mit dem Mentimeter von Emily Hannemann kam. Okay, dann gebe ich nochmal frei. So, jetzt müsste man wieder die vier Fragen sehen. Jetzt ist wieder die richtige Darstellung freigegeben. Gut, also nochmal herzlichen Dank für die Beteiligung und viele der Themen, auf die werden wir eben, werde ich eben auch eingehen im Rahmen des Vortrags. Sie überlegen bitte noch bis zum Schluss irgendwann, wie hoch Sie den Energieverbrauch der TU einschätzen und versuchen da irgendeinen sinnvollen Vergleich zu finden und geben das dann an. Und dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was denn Nachhaltigkeit für uns eigentlich bedeutet, wie wir die verschiedenen Aspekte so hinbekommen. Klimaschutz auf der einen, vielleicht als einen großen Aspekt, aber eben auch weitere Punkte in Richtung Nachhaltigkeit. Und da kam ja auch gerade bei den
Bei den Antworten kam schon einiges. Wassermanagement ist vielleicht jetzt nicht nur Klima, sondern eben stärker Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat ja aber eine ganze Reihe von Aspekten und wir gucken uns das natürlich in verschiedenen Dimensionen an. Das ist einmal der Betrieb der Universität. Da geht es dann um Energiesparmaßnahmen, Gebäudesanierung, die Photovoltaik auf dem Dach. In der Lehre, aber eben auch verschiedene Studiengänge, die in diese Richtung gehen oder das MINT-Grün-Eingangsprogramm, Blue Engineering, um so ein paar Studienreformprojekte oder so noch zu nennen. Da gibt es also einiges, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz möglichst in vielen Curricula verankert werden soll, damit möglichst allen Studiengängen da auch entsprechende Module oder in den einzelnen Modulen Themen angesprochen werden. Und die Lehre sich sozusagen oder der Lehrstoff sozusagen durchzogen wird in vielen Teilen von diesen Fragestellungen. In der Forschung natürlich genauso. Das ist jetzt vielleicht für eine technische Universität natürlich auch naheliegend, vielleicht naheliegender als für andere, für Kunsthochschulen oder Kliniken. Bei uns haben wir ja schon eine Reihe von Studiengängen, in denen solche Themen eine Rolle spielen. Von technischem Umweltschutz über Landschaftsplanung. Wir haben die Ökologen, da gibt es ganz viel. Die Chemiker, die zu grüner Chemie forschen und so weiter und so weiter. Wir versuchen das aber auch in die Gesellschaft und mit der Gesellschaft, also in die Gesellschaft zu tragen und mit der Gesellschaft zu gestalten. Wir haben eine eigene Stabsstelle, Science and Society. Wir kümmern uns um Fragen der Öffnung des Campus, wie der Campus in die Stadt rein wirken kann, die ja nicht nur für Studierende Erlebnis und lebenswert sein kann. Und sind da auch dabei, zum Beispiel mit dem Bezirk zusammenzuarbeiten. Wir sind in einer Partnerschaft zusammen mit der Universität der Künste, mit der teilen wir uns ja einen Campus und dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Campus Charlottenburg genannt. Wir haben da noch ein paar weitere Partner, aber die drei waren die Gründungspartner und dafür suchen wir eben auch ganz viel mit dem Bezirk und aber auch auf dem Campus zu machen. Da kommen dann auch solche Fragen rein, wie Sie sie gerade in Ihren Bemerkungen hatten. Fahrradständer. Einige der Fahrradständer stehen dann eben nicht auf TU-Gelände, sondern auf öffentlichem Straßenland. Da ist dann der Bezirk zuständig, der uns dann auch gerne mal unterstützt und eine Reihe von Fahrradständern schenkt, die wir dann auf unserem Gelände aufbauen, um da eben das Angebot zu verbessern und zu verbreitern. Genauso arbeiten wir zusammen, wenn es um Begrünungsmaßnahmen geht. Wenn irgendwo im Bezirk Bäume gefällt werden, weil irgendjemand was baut, dann muss er Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vornehmen. Und wenn der Bezirk dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht weiß, wo er was hinpflanzen soll, dann fragt er uns auch gerne mal. Und wir gucken dann, ob wir bei uns auf dem Campus noch was machen können. Ein so ein Projekt, was in Arbeit ist und in Beantragung, geht in Richtung der Begrünung und auch einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, aber erstmal der Begrünung der Wasserbauhalle. Das ist, wenn Sie vom Hauptgebäude aus Richtung Mathegebäude gucken, links daneben diese große Halle. Die würden wir gerne auf der Seite vom 17. begrünen und oben eine Photovoltaikanlage drauf. Und das ist eben auch, was die Begrünung angeht, eine Kooperation mit dem, nicht nur, aber auch mit dem Bezirk. Genauso reden wir über Entsiegelungsmaßnahmen und Wasserversickerung und versuchen das eben mit den entsprechenden Partnern zu machen, in die Gesellschaft reinzutragen. Aber genauso ist es eine Frage in der täglichen Arbeit, in der Verwaltung, in der Organisation der Uni, insbesondere, das hat man natürlich da besonders stark gemerkt, da kommen nachher auch noch ein paar Folien. Im letzten Winter, als wir auch von der EU, vom Bund, vom Land aufgefordert waren, Energie zu sparen, keiner wusste, ob die Gasspeicher ausreichen und die Füllung der Gasspeicher ausreicht. Keiner wusste, ob genug Strom da ist. Und dann stellt man sich so Fragen, was passiert eigentlich an einer Uni, wenn auf einmal der Strom abgeschaltet wird? Man stellt fest, dass das ein eher unschönes Szenario ist, was man möglichst vermeiden möchte. Macht sich da so seine Gedanken, redet mit dem Land
versucht, mit dem Land Vereinbarungen abzuschließen. Wir hätten es gerne wenigstens 3 Tage vorher gewusst, bevor es bei uns dunkel wird, bis hin zu den Überlegungen, was können wir machen, um die Einsparungen zu realisieren. Wie Sie vielleicht alle wissen, waren Kommunen, Einrichtungen des Landes bundesweit aufgefordert, Energie zu sparen, und wir eben auch. Und das war ein so ein Grund, weshalb unter anderem die Energie gespart werden konnte, weil wir es ein bisschen kälter hatten. Wir durften die Heizung runterdrehen. Wir haben aber auch ein paar andere Maßnahmen gemacht, und nachher noch einige Ergebnisse gezeigt werden. Wir haben, um nochmal so ein paar Zahlen zu nennen, weil da im Bereich Forschung zum Beispiel ungefähr, das ist mal ein bisschen natürlich tagesabhängig, weil neue dazukommen, einen wegfallen, aber ungefähr 400 Forschungsprojekte, die alleine einen grünen, nachhaltigen, energiesparenden, klimaschützenden Fokus haben. Zu den Studiengängen habe ich schon einiges gesagt, das sind auch ganz, ganz viele oder in den meisten eben schon mindestens irgendwie integriert. Und im Universitätsbetrieb ist es eben erheblich, wie gesagt, 100 Gebäude, und zwar viele große, da kann man auch entsprechend einsparen. Die Grundlagen dafür sind jetzt etwas formalerer Natur. Wir schließen mit dem Land Berlin, wir heißt die Berliner Hochschulen, alle 11 staatlichen Berliner Hochschulen, seit Ende der 90er Jahre diskutieren wir über Hochschulverträge und schließen die dann auch ab. Meistens 4 Jahre, jetzt geht es um 5 Jahre. Und der letzte Hochschulvertrag, der noch gültige, 18 bis 22, dann um ein Jahr verlängert bis 23, der hat schon einiges zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesagt. Und der aktuelle, den wir jetzt gerade im Sommer mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft verhandelt haben, er wird hoffentlich im Januar unterzeichnet. Der Weg von so einem Hochschulvertrag, der eben die Finanzierung der Universitäten und Hochschulen regelt, der nach Parametern geht, wie viel wir in der Lehre an Studienplätzen anzubieten haben, welche Parameter wir im Bereich Forschung zu erfüllen haben, Drittmittel zum Beispiel, wie es in der Gleichstellung aussieht, bei sozialen Beschäftigungsverhältnissen. Der sagt eben auch was zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Danach bekommen wir, wie gesagt, auch unser Geld und bestimmte Regeln, die das Ganze organisieren, und Vorgaben, was wir zu erreichen haben. Und nachdem wir ihn verhandelt haben im Sommer, ging er dann durch die anderen Senatsressorts, die sich noch beteiligen konnten, dann gab es einen Beschluss des Berliner Senats, der ist erfolgt. Jetzt liegen die Hochschulverträge zur Diskussion und Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Man hört, dass dort wohl der Beschluss Anfang Januar gefasst werden soll, sodass dann danach die Hochschulverträge von der Senatorin und bei uns der Präsidentin und an den anderen Hochschulen entsprechend, jeder hat da seinen eigenen Hochschulvertrag, unterzeichnet werden können. Und diese Hochschulverträge sind einerseits eine gewisse Planungssicherheit, dass wir für 4 oder 5 Jahre im Voraus wissen, wenn wir unsere Parameter einhalten, dann kriegen wir so und so viel Geld. Wir haben eine gewisse Planungssicherheit und wissen, was wir für Personal und Ähnliches ausgeben können. Wir müssen dafür eben aber auch diese Zielvorgaben erfüllen. Und andererseits ist es natürlich auch mal ein bisschen schwierig, 5 Jahre im Voraus zu planen und jetzt schon die Tarifsteigerung und die Inflation abzuschätzen. Aber so eine gewisse Unsicherheit am Ende der Verträge handelt man sich eben mit der relativ langfristigen Planungssicherheit von 5 Jahren ein. Sonstige Einrichtungen in Berlin haben immer nur für 1 oder 2 Jahre Planungssicherheit, weil das die Laufzeit der Haushalte des Landes Berlin sind, die in der Regel Doppelhaushalte verabschieden. Im Hochschulvertrag 18 bis 22/23, wie gesagt, wurde verlängert, haben wir einiges drin. Unter anderem im Bereich Flächenmanagement, wo es darum geht, dass wir das Energiewendegesetz unterstützen sollen mit die dort genannten Klimaschutzziele. Und wir waren aufgefordert, was dann auch bei allen, glaube ich, bei uns zumindest auch passiert ist,
Wir waren aufgefordert, mit der für Klimaschutz zuständigen Senatsverwaltung, also nicht unsere für Wissenschaft, sondern einer anderen, entsprechende Klimaschutzvereinbarungen abzuschließen. Wir sollen Dachflächen nutzen für erneuerbare Energien und Energiepartnerschaften, Einwerbung von Fördermitteln. Das gehört sowieso ja zum Geschäft einer Universität. Das mit den Dachflächen ist nett, ist aber gar nicht so einfach. 100 Gebäude heißt immer 100 Dächer, heißt aber auch 100 verschiedene Dächer, heißt 60, 70, 80% davon eben auch, je nachdem, wie man es zählt, denkmalgeschützt der Gebäude. Wir haben hier im Campus also denkmalgeschützte Gebäude, aber auch einen gesamten Ensembleschutz. Da können wir nicht beliebig irgendwas auf beliebige Dächer packen. Wir haben dummerweise auch noch Dächer, die ein gewisses Alter auf dem Buckel haben. Kurz nach dem Krieg wurden da irgendwelche Notdächer auf irgendwelche Gebäude, die Schäden hatten, gepackt, die teilweise immer noch halten, als Dach auch gut sind, aber eben von der Statik her ist nicht hergegeben, dass man da beliebig viele Photovoltaikanlagen draufpackt. Und dann haben wir als, glaube, einzige Hochschule Berlins den Vorteil, wir hängen direkt an der Hochspannungsversorgung des Landes, haben zwei große Übergabepunkte. Das ist einerseits für den Betrieb sehr sicher, weil die Hochspannungsleitungen praktisch nie ausfallen, anders als Mittelspannung. Hat man da eben eine große Versorgungssicherheit. Andererseits ist es dann auch nicht so leicht und man muss gucken, dass die entsprechenden Trafos dann irgendwie gedämpft sind, dass man da eben beliebig viele Photovoltaikanlagen ranhängt, die dann ins Netz einspeisen. Es geht. Wir hoffen, dass das hinzukriegen ist für die kleinere Photovoltaikanlage auf dem Gebäude TC, Technische Chemie. Da ist ja vor kurzem die Fassade saniert worden. Das haben Sie vielleicht, wenn Sie schon ein paar Semester da sind, gesehen. Da stand am Gebäude, TC ist das Gebäude neben dem Mathematikgebäude, also gegenüber vom Hauptgebäude. Da stand eine Weile ein Gerüst. Da ist neben den anderen Techniksachen, die auf den Dächern sind, wie die Lüftung, auch noch ein bisschen Platz für eine Photovoltaikanlage, die auch schon steht. Die würden wir gerne anschließen. Das scheint zu gehen, weil wir im Gebäude eine Grundlast haben, die groß genug ist, dass wir es im Gebäude verbrauchen, den Strom. Aber wenn wir auf die Wasserbauhalle, was ich vorhin erwähnt habe, eine große Anlage packen, dann würde man das nicht in der Wasserbauhalle verbrauchen. Und von daher muss man gucken, dass das mit Stromnetz Berlin auch abgesprochen ist, und geklärt ist, dass das technisch alles machbar ist, dass wir da ins Netz einspeisen. Sie haben ja vorhin sich mal überlegen dürfen, wie viel Energie wir eigentlich verbrauchen. Sie könnten ja auch mal überlegen, das kann ich nachher auflösen, dann, wie viel Strom wir erzeugen könnten in Prozent unseres Strombedarfs, wenn wir auf dem Hauptcampus, also hier in Charlottenburg, alle unsere Dachflächen mit Photovoltaikanlagen vollpacken würden. Wie viel Prozent unseres Strombedarfs würden wir damit decken können? Spannende Frage und ich glaube nachher am Ende ein überraschendes Ergebnis. Also das sagt der alte Hochschulvertrag. Der neue, da habe ich jetzt nicht alles erwähnt, weil das dann zwei Seiten gewesen wären und man hätte die Schrift nicht mehr lesen können, sagt dazu noch viel, viel mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Kapitel 7. Sie können das gerne mal nachlesen. Das ist in allen Hochschulverträgen für alle Hochschulen drin. Und nur die ersten Stichworte, die Sustainable Development Goals sollen also sozusagen handlungsleitend sein. Wir streben Klimaneutralität bis zu einem gewissen Zeitpunkt an. Warum steht da anstreben, wenn Sie fragen, warum steht da nicht, wir machen das einfach? Naja, wenn wir das machen wollen würden, dann müsste man alle unsere Gebäude bis dahin auch saniert haben. Das ist eine fast unmöglich zu erreichende oder unmöglich zu erreichende Aufgabe. Wir haben an der TU einen Sanierungsstau unserer Gebäude, der sich inzwischen auf ungefähr 2,3 Milliarden Euro beläuft, hochgerechnet bis 2046 oder geplant bis 2046. Das würde man bis 2035 nie schaffen. Und mal abgesehen davon, dass das Land Berlin
2,3 Milliarden. Alle Berliner Hochschulen haben einen Sanierungsstau von 8,3, 8,4 Milliarden Euro, dass das Land Berlin so viel Geld, glaube ich, bis dahin auch gar nicht hätte. Und als weiterer Punkt dann noch Kriterien des deutschen Nachhaltigkeitskodex für Hochschulen anwenden und diese dessen Indikatoren zugrunde legen. Also ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir wollen dadurch so weit kommen wie möglich. Wir wollen so viel schaffen wie möglich, aber es ist nicht nur in unserer Hand, weil wir das Geld für große Sanierungsmaßnahmen eben nicht selber in unseren Haushalten haben, sondern immer beim Land beantragen müssen, in einer sogenannten Investitionsplanung des Landes, wo wir in diesem Jahr zum Beispiel gar nicht zum Zuge gekommen sind, weil das Land nicht genug Geld hat. In der gerade eben erwähnten, und das wäre sozusagen die dritte Grundlage für unsere Bemühungen, in der gerade eben erwähnten Klimaschutzvereinbarung, die wir für eine längere Laufzeit von vor 2 Jahren abgeschlossen haben. Da stehen da ganz viele konkrete Maßnahmen drin. Und wir erkennen das logischerweise als dringende gesellschaftliche Aufgabe an, versuchen da ja auch schon ganz viel zu machen und wollen uns eben auf diesen Weg machen der Klimaneutralität. Und auch hier ist in dem, auf Seite 2 dann schon erwähnt, die regenerativen Energien, die wir nutzen wollen und den Energieeinsatz möglichst sparsam. Aber das hängt eben in vielen Fällen auch an der Sanierung. Nicht nur das aber, da gibt es dann auch noch ein paar trickreiche Dinge, wie man was zählt, wie man was misst, wie man was wiegt. Es sind so jetzt rausgegriffen ein paar Punkte an Zielen. Wir sollen so direkten CO2-Emissionen senken gegenüber einem Basisjahr und auch die indirekten Senken. Das war lange Zeit in der Diskussion, wie rechnet man eigentlich welche Klimaschutzmaßnahmen an? Also bin ich, was den Strom angeht, schon dann klimaneutral, wenn ich nur Ökostrom kaufe? Oder weiß ich eigentlich, wenn alle das tun würden und nur Ökostrom kaufen, so viel Ökostrom hat Deutschland noch nicht, das reicht eben nicht. Muss man nicht also trotzdem versuchen, selber Strom zu produzieren oder den Verbrauch zu senken, damit insgesamt über die ganze Bundesrepublik wir eben in Richtung dieses Ziels kommen, dass der Stromverbrauch nur noch aus Strom besteht, der eben klimaneutral erzeugt wurde. Und die Frage, wie dann eben sowas gemessen wird, werden wir nur an unseren direkten Emissionen gemessen, werden wir auch an den indirekten gemessen, was ist mit der Fernwärme, die wir verbrauchen, die für uns, zählt die für uns als klimaneutral und muss der, der sie produziert, dafür sorgen, dass sie für ihn klimaneutral ist? Oder wie wird das eben behandelt? Und Zwischenziel war dann, aber Sie haben gesehen, das war 2021, war dann die Reduktion bis 25 und 12%. Dazwischen ist natürlich einiges passiert. Das macht es immer so ein bisschen schwierig, wenn man solche Vereinbarungen hat, die über 9 oder 10 Jahre laufen. Dazwischen kam der Ukraine-Krieg und wir haben sowieso nochmal auf die Bremse getreten und die Emissionen verringert, weil wir den Energieverbrauch verringert haben. Auch da müssen wir einmal gucken, wie wird dann gerechnet, wie wird abgerechnet und was müssen wir gegenüber dem Land nachweisen. Davor war es auch nicht einfacher, weil wir da Corona-Jahre hatten. Da würde man denken, okay, wenn die Uni zu war, haben wir weniger Verbrauch. Nee, war nicht ganz so. Wir haben in Teilen immer mehr Verbrauch, weil bei den Veranstaltungen, die dann noch stattgefunden haben, Klausuren oder Ähnlichem, natürlich die Lüftung auf Maximum liefen. Und auch dann, als der Betrieb so langsam wieder anfing, haben wir natürlich die Lüftung stärker haben laufen lassen. Wurden mehr Fenster geöffnet, dann musste man mehr heizen. Also es war ein Teil aus und wir haben gespart, aber ein Teil war auch stärker an und wir haben mehr ausgegeben. Also die letzten Jahre sind, was diese Emissionen angeht und die Berechnung und Verrechnung auf irgendwelche Einsparziele zu unserem Basisjahr extrem schwierig, weil es diese beiden Sondereffekte gab. Wenn man dann sich die Maßnahmen anguckt in der Klimaschutzvereinbarung, dann sind es eben bauliche und technische Sanierung, klimagerechter Umbau, aber auch sowas wie Umrüstung der Beleuchtung, eher eine kleinere Sache bei uns. Wir verbrauchen unseren Strom eher woanders.
Ausbau der Nutzung von Solar- und Windenergie, Mobilität, das sind die Fragen zu Dienstreisen, aber auch Digitalisierungssachen, um eben Papier zu sparen, Verwaltungsvorgänge zu beschleunigen, erleichtern, aber eben vielleicht auch nachhaltiger zu machen. Es gibt weitere Maßnahmen, die dann eben auch das einzahlen sollen, was vorhin schon erwähnt wurde, zum Beispiel unser Orientierungsstudium in den Grünen, aber eben auch die Gründung eines Climate Change Centers Berlin-Brandenburg. Wir haben letzte Woche von Herrn, die da letzte Woche dabei waren, von Herrn Kreuzig einen Vortrag gehört. Der leitet das hoffentlich demnächst zu bewilligende, oder das hoffentlich demnächst bewilligt wird, Einstein Center Climate Change. Dazu aber nachher gleich noch zwei, drei Sätze. Wir sollen organisatorische Maßnahmen ergreifen, eben aber auch Ausgleichsmaßnahmen und Klimafolgenanpassung. Dazu gehört sowas wie Begrünung, aber auch Regenwasserversickerung oder Nutzung. Aber auch so ein paar Dinge, die vielleicht für eine Uni normal sind, jetzt in anderen Bezirken oder in anderen Verwaltungsbereichen vielleicht nicht vorkommen. Vielleicht können wir eben auch Sachen machen, die aus der Forschung kommen und die man direkt prüfen kann. Zum Beispiel eine Klimahülle für denkmalgeschützte Bereiche. Auch dazu kommt man gleich noch. Das Ganze hat dann einen großen Zusammenhang mit unserem Hochschulstandortentwicklungsplan, kurz HASEP. Wir haben ab 2018 begonnen, uns über die bauliche Entwicklung der TU zu unterhalten und haben versucht, das mit der Klimaschutzvereinbarung abzustimmen und zu verschränken. Wir haben das 2021 im Land vorgelegt, daher kamen die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, 2,3 Milliarden Sanierungsstau bis 2046, das sind 23 Jahre, 2,3 Milliarden lässt sich zufällig bei uns, bei den anderen Clubs nicht so gut durch 23 teilen, also 100 Millionen im Jahr müssten wir jedes Jahr in die Sanierung unserer Gebäude stecken, um den Sanierungsstau abzubauen. Eine Summe, die das Land Berlin eben, wie gesagt, nicht hat. Und die aber eigentlich trotzdem nötig wäre, um die Uni in ihrer jetzigen Größe langfristig im Betrieb zu halten. Ein Riesendokument, diese HASEP, insgesamt für alle Berliner Hochschulen, haben wir da 700 Seiten irgendwie für abgegeben. Wir haben für uns dann auch mal was abgegeben und hoffen, dass wir dann irgendwann eben auch beim Land Gehör finden und es in eine abgestimmte Sanierung mit einem Baukorridor, vielleicht auch mit vereinfachten Regularien zum Bau kommt. Bisher ist da leider nicht sehr viel passiert. Corona, Ukraine-Krise und alles kam auch dem Land dazwischen, aber wir hoffen doch immer noch, dass das irgendwann in einen Korridor mündet, der dann eben auch den Weg vorgibt. Und die Finanzierung von diesen Sanierungsmaßnahmen, die dann natürlich unter nachhaltigen und ökologischen Gesichtspunkten passieren sollen, viel stärker als das vorher oder früher der Fall war. Obwohl wir auch schon ganz früher einige Gebäude haben, die in diesem Bereich schon in die damalige Zeit Maßstäbe gesetzt haben. Das jetzige Mathematikgebäude ist so ein Gebäude, was mal unter dem Einbruch des Ölpreisschocks Anfang der 70er Jahre geplant und dann Ende der 70er Jahre gebaut wurde. Und das sollte schon möglichst energiesparend sein, möglichst viel Wärme im Winter reinlassen, in den Wänden speichern und dann langsam abgeben und im Sommer verschattet werden durch die Rollos außen. Also es ist nicht so, dass sowas erst in neuerer Zeit kam, aber natürlich ist, was den Bau und die Sanierung angeht, die Technik vorangeschritten und wir könnten heute viel mehr, als man damals konnte. Das sind ein paar von unseren, und Sie sehen dieses Wimmelbild, ein paar von unseren Handlungsfeldern und Handlungssträngen. In der Regel beginnt sowas mit, weil man im Betrieb, das macht es nicht unbedingt kurzfristig nachhaltig, aber weil man im Betrieb unsere technisierten Gebäude nicht sanieren kann, wenn Sie da eine falsche Gasleitung bohren, hat das unschöne Konsequenzen. Deshalb beginnt es in der Regel mit einem Neubau. Dann zieht jemand in den Neubau, so wie jetzt der Neubau des Mathematikgebäudes hinter der Bibliothek entsteht. Dann ziehen die Mathematiker aus dem jetzigen Mathegebäude in den Neubau. Dann kann das dann leere Mathegebäude, dann alte Mathegebäude saniert werden. Da sollen dann die Nutzer des Elektrotechnik-Neubaus einziehen. Und wenn der leer ist, kann der saniert werden und so weiter und so weiter. Und so haben wir mehrere Handlungsstränge. Und am Ende können wir dann hoffentlich auf ein
derzeit angemietetes Gebäude verzichten, was unseren Haushalt entlastet. Und wir haben parallel dazu eben die Sanierung so durchgeführt, dass sie möglichst nachhaltig und klimaschonend sowohl in die Sanierung ist, als auch hinterher der Betrieb des Gebäudes, den man nicht vergessen darf, und hoffentlich eben auch eine mögliche Erzeugung von regenerativen Energien durch Photovoltaik, vielleicht auch mal durch Kleinwindanlagen, was auch immer. Insgesamt aber eine Herkulesaufgabe, weil unsere Gebäude eben so technisiert sind, weil sie so groß sind und weil wir auch so viel Energie verbrauchen. Jetzt taucht wieder das Beispiel Klimahülle auf. Dazu kommt gleich noch eine weitere Folie. Es ist so eine Idee. Wir haben mehrere. Die Wasserbauhalle mit Begrünung und Photovoltaik habe ich schon genannt. Klimahülle ist so eine weitere. Auf dem Weg zum klimaneutralen Campus, welche Maßnahmen setzen wir eben um? Und in letzter Zeit, im letzten Jahr, waren eben die wesentlichen Maßnahmen Energiesparmaßnahmen, weil wir durch den Ukraine-Krieg ja auch gezwungen waren, vom Land, vom Bund, von der EU ganz, ganz viel einzusparen. Hier sehen Sie Preise für Strom, Gas, Fernwärme 21, 22 und dann eben unsere 23er Vertragspreise und dann mit Preisbremse. Und Sie haben ja vielleicht mitbekommen, es gab im letzten Jahr von Gaspreisumlagen zu Gaspreisbremsen und Gaspreisdeckeln alles im Angebot der Politik, was man so haben wollte. Mal sollte man mehr zahlen, mal sollte man nur gebremst mehr zahlen. Und mal sollte es einen Deckel geben und am Ende blickte kaum noch einer durch, was denn nun wirklich in welchen Bereichen wie organisiert wurde. Und dann war für uns die Frage, sind wir eigentlich ein Privatkunde oder sind wir industrieller Kunde? Mal ist das eine besser, mal das andere. Und von daher sind sowohl diese Preise als auch die Kosten nur schwer zu berechnen, nur schwer zu vergleichen. Und das auch deshalb, weil wir unsere Kosten, die wir dann in Rechnung gestellt kriegen, immer mit einem extremen Nachlauf bekommen. Also wir bezahlen jetzt vielleicht die Rechnung für Januar, Februar diesen Jahres, sodass wir nur schwer abschätzen können, was es uns wirklich alles gekostet hat. Wir zahlen nicht in dem Monat, in dem wir es verbraucht haben, auch nicht im nächsten Monat. Aber wir geben dann auch noch Energie weiter, weil wir noch Nutzer mitversorgen. Das wird zwar weniger, aber noch tun wir das und lassen uns das wiederum erstatten. Das macht es also alles nicht einfacher, das zu berechnen. Aber Sie sehen, wie erheblich die Preise geschwankt haben und wie schwer es war, auch für die Haushaltsplanung konkrete Summen aufzustellen, die wir vermutlich für die Energiekosten benötigen würden. Wir haben versucht, diesen erhöhten Kosten entgegenzuwirken. Und das sind so ganz, ganz spannende Grafiken. Sie sehen hier im Gebäude E von November bis Dezember, Mitte November bis Mitte Dezember, den Verbrauch von Fernwärme, und zwar links die Heizung, rechts die Lüftung. Jetzt fragen Sie sich, warum müssen wir Lüftung, Heizung verwenden oder Heizungswärme? Naja, wenn man im Winter ist und im Hörsaal oder im Seminarraum lüften will, dann kann man schlecht morgens um 8 die kalte Luft, die vielleicht minus 5 Grad hat oder so, von draußen reinholen. Dann friert man ein bisschen. Die muss also vorgewärmt werden. Und dafür braucht man wiederum die Fernwärme. Wir haben da ein Mehrleitersystem der Fernwärme. Eine eben für die Heizkörper, das andere für das die Lüftung, um es vorzuwärmen. Wie Sie aber sehen, sehen Sie, dass Sie immer so Einbrüche haben an den Wochenenden. Wir haben eben an den Wochenenden geguckt, dass wir runterfahren, dass wir die Gebäude schließen, um eben deutlich weniger zu verbrauchen. Das sieht man hier auch, das macht sich hier deutlich. Früher war es dann so, dass wir am Wochenende auch noch Veranstaltungen manchmal hatten. Dass es natürlich auch Arbeit macht, die Sachen runterzufahren und wieder hochzufahren. Dass es auch für die Anlagen teilweise belastend ist. Je häufiger man aus- und anmacht, desto oder runter und hochfährt, desto eher merkt man vielleicht auch, dass irgendwas kaputt geht. Und deswegen war das schon eine Diskussion. Wir haben das aber gemacht und man sieht deutlich die Wochenenden und die Einsparung. Das ist jetzt noch deutlicher. Wir haben dann Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, die Uni für 2 Wochen sozusagen komplett runtergefahren.
Und das ist jetzt ein anderes Gebäude, das war auch wieder Fernwärme zur Jahresendschließung. Wir werden auch dieses Jahr wieder eine Jahresendschließung haben. Wir wählen dazu immer die 2 Wochen, in denen, logischerweise die 2 Wochen, in denen keine Lehrveranstaltungen stattfinden. Das war letztes Jahr schon die Woche vor Weihnachten. Hängt immer davon ab, welche Wochentage Weihnachten ist. Dieses Jahr ist es dann direkt ab Weihnachten erst und dafür noch die erste reinragend in den Januar, die erste Zeit. Und nicht schon ab 17, sondern ich glaube, wir haben am 22. an, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Heiligabend Sonntag. Das verschiebt sich immer, sagen wir mal, so ungefähr 2 Wochen. Und da sehen Sie natürlich auch, dass wir deutlich, deutlich, deutlich gespart haben. Und sowas mussten wir aber auch ausnutzen, um diese Vorgaben vom Land und vom Bund einzuhalten, über die ganze Zeit 10 bis 15% einzusparen. Das hat man nicht allein dadurch geschafft, dass man von 20 auf 19 Grad die Heizungstemperatur oder die Temperatur in den Büros runtergeregelt hat. Jetzt vielleicht ein bisschen was zu den Gesamtergebnissen. Was haben wir eingespart? Und auch da ist es mal so ein bisschen, muss man gucken, zu welchem Vergleichsjahr ist das Vergleichsjahr ein Corona-Jahr oder kein Corona-Jahr? Was sind das genau für Zahlen? Teilweise vorläufig, nicht alle Zählerstände erfasst. Eigenverbrauch ohne Weitergabe an Dritte, dann witterungsbereinigt. Man vergleicht das ja mit einem anderen Jahr und wenn es da deutlich kälter war im Winter, dann muss man das witterungsbereinigen. Und so weiter und so weiter. Also viele Wenns und Abers. Und Sie sehen aber, wir haben im Vergleich zu beiden Vergleichsjahren beim Strom so um die 20%, bei Fernwärme noch an die, ja, hoch in den 20ern gespart, Gas sogar um die 40 und insgesamt dann eben 26%. Was eine erhebliche Einsparung ist, was uns sowohl auf der Haushaltsseite geholfen hat, als eben auch nachhaltig und klimaschonend war. Und wir denken, dass wir diese Jahresendschließung, wie gesagt, in den 14 Tagen, wo keine Lehrveranstaltungen sind, eigentlich jetzt jedes Jahr machen wollen würden, weil es zu einer erheblichen Einsparung führt und den Betrieb nicht allzu sehr einschränkt über Weihnachten und Silvester, war auch in den Jahren, wo die Uni offen war, doch relativ wenig los. Dann nochmal die Einsparung der kurzfristigen Maßnahmen. Auch da sieht man entsprechende, im Vergleich zu den beiden Vergleichsjahren, entsprechende 10, 11 oder 12, um die 12% jeweils insgesamt, jeweils witterungsbereinigt. Das hat man also schon deutlich gemerkt. Wir haben das eben auch ja nicht nur im Winter gemacht, wir haben im Sommer zum Beispiel einzelne Hörsäle ausgeschaltet, wenn man in der vorlesungsfreien Zeit, gibt es immer wieder einzelne Blockveranstaltungen, gibt es Klausuren und die haben wir versucht, in wenigen Hörsälen zu konzentrieren, um die anderen eben komplett runterfahren zu können, nicht immer hoch und runter, nicht Einzelveranstaltungen irgendwo drin zu haben. Das ist dann für den einen oder anderen Nutzer vielleicht ein bisschen ja, ungewohnter oder er kriegt jedenfalls nicht den Hörsaal, den er gerne haben wollte, sondern muss einen von denen nehmen, die wir offen gehalten haben. Aber es ging alles. Also auch solche Maßnahmen zählen dann da eben mit rein. Im Sommer spart man insbesondere Strom für die Lüftung und Kühlung. Im Winter spart man insbesondere Wärme. Aber das ist, glaube ich, auch klar. Nochmal der Energieverbrauch, elektrische Energie, Gesamteigenverbrauch, thermische Energie. Da sehen Sie große, große Zahlen in Megawattstunden und dann eben auch in 22. Und dann können Sie gucken, der Vergleich. Deutlich weniger als in den Jahren davor. Das hat also schon richtig viel gebracht. Das Fazit dieser Maßnahmen, wir haben 16,7% Energie eingespart, 25% mit der Wärme in nur 3 Monaten Heizperiode, auch beim Strom deutlich, aber eben geringer, weil ein Großteil des Stromverbrauchs auf technische Anlagen in der Forschung und in der Lehre entfallen und die Praktikums Räume eben entsprechend weiter Strom verbrauchen, wenn da ein Praktikum stattfindet. Aber auch da konnte man eben ein bisschen was machen. So, dann guckt man sich an, wohin führt uns denn nun der Weg? Was können wir noch so alles tun und was wollen wir tun auf dem Weg zum klimaneutralen Campus? Ich hatte jetzt schon mehrfach die Klimahülle erwähnt.
Davor aber vielleicht noch ein anderes Projekt, ein HCBC, ein großes Projekt von unter anderem Herrn Professor Kriegel, das davon drei, ein energieeffizienter Hochschulcampus. Es wurden nicht nur für uns, sondern auch für die UdK Untersuchungen gemacht. Für jedes Gebäude haben wir Daten. Wie bietet sich dieses Gebäude an für Photovoltaik auf dem Dach? Was kann man sonstige Maßnahmen sparen? Wir haben also aus der Forschungs-, aus der wissenschaftlichen Perspektive einen herausragend guten Datenbestand für unsere Gebäude. Das heißt nicht, dass wir jetzt besonders schnell sind. Manche Gebäude sind vielleicht auch besonders schlecht. Sind sie auch, weil wir eben auch alte Gebäude haben. Aber wir haben eine gute Grundlage für allerlei Maßnahmen. Und eine dieser Maßnahmen, die man sich eben mal überlegen kann, ist, wenn man, und es geht um diesen in dem unteren Bild oder die Buchstaben dran stehen, ZMK, das ist KWT, das ist der Gebäuderiegel, oder die beiden Gebäuderiegel an der Fasanenstraße gegenüber auch in der Bibliothek, sind denkmalgeschützt. Was kann man machen? Kann man die sanieren? Wie kann man die ertüchtigen? Und eine Idee war, das muss natürlich mit dem Denkmalschutz beredet werden. Das ist auch nicht vielleicht preiswerter als die Sanierung der Gebäude selber, aber vielleicht denkmalgerechter. Eine Idee war eben, man saniert die Gebäude gar nicht, sondern packt eine Hülle drum. So als ob sie diese ganze kleine Straße mit den Gebäuden links und rechts nochmal in eine große Halle packen würden. Und dann entsteht eben einerseits ein geschützter, weil überdachter Innenhof sozusagen, das was jetzt die Straße ist, den man vielleicht auch noch nutzen kann für Veranstaltungen oder ähnliches. Es entwickelt sich da drin aber ein gewisses Mikroklima. Man muss natürlich gucken, dass man im Sommer da nicht erstickt und gut lüftet. Aber im Winter würde das viel bringen. Man würde entsprechende Heizenergie sparen. Und man müsste eben nicht an die denkmalgeschützten Gebäude selber rangehen, sondern würde sie einfach sozusagen einhausen. Im Moment sind wir dabei, über eine Machbarkeitsstudie uns mal sagen zu lassen, was da geht und wie viel geht und ob es überhaupt geht. Aber das sind so Ideen, die aus der Forschung kommen, wo man was machen könnte, um eben unter anderem dem Denkmalschutz gerecht zu werden. Und sowas kann vielleicht nicht jeder, eine Uni kann sowas, das wird mal ganz spannend. Und deswegen gucken wir uns auch solche Sachen an, wie viel würden wir da sparen. Und da kann man so ein bisschen ausrechnen, was wäre eine Standardsanierung im Vergleich zu einer Hülle, welche Fläche würden wir sanieren. Wir müssten natürlich auch bei einer Klimahülle noch Außenflächen vielleicht sanieren, aber nicht so viel. Die ganzen Innenflächen überdacht werden eben nicht. Was würden wir einsparen? Wie viel müssten wir investieren? Kann man das bei den jetzigen Preissteigerungen überhaupt schon abschätzen? Wie viel CO2 würden wir einsparen? Also solche Fragen sind spannend, interessant. Wir haben uns das auch für andere Gebäude angeguckt. Was kann man da aus der Forschung noch lernen? Was kann man da noch machen? Eine so eine Idee war, wie wird das jetzige Mathegebäude später aussehen. Das ist, wie ich vorhin sagte, schon so ein Gebäude, was damals vor 45, 40, 45 Jahren gebaut wurde, unter damaligen ökologischen, nachhaltigen Gesichtspunkten. Wie kann man das aufgreifen? Wie kann man die Idee dieses Gebäudes aufgreifen, aber in die neue Zeit führen, wenn man es saniert? Was kann man da machen mit Begrünung, mit Photovoltaik, an der Fassade, auf dem Dach? Begrünung an der Fassade im unteren Teil, mit kleinen Windanlagen, mit Wassernutzung, mit Versickerung. Und dazu gab es vor, ich glaube, 2, 2,5 Jahren, während Corona, Studierendenwettbewerbe, die sich da ganz viele Gedanken gemacht haben. Auch das ist so etwas, was wir natürlich an der Uni mit unseren Studiengängen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung gut machen können. Der eine oder die andere Hochschullehrerin, Hochschullehrer nutzt das dann als mögliches Beispiel in einem Seminar an die Studierenden. Arbeiten sozusagen am lebenden Objekt, am Gebäude, was sie jederzeit besuchen, besichtigen, begehen können und nicht an theoretischen Konstrukten. Wie viel man dann davon umsetzen kann, muss man mal gucken. Wir haben ja auch verschiedenste Ideen, aber das macht es eben auch nochmal spannend. Wir haben Fachgebiete, die zu Holzbau forschen. Kann man das noch nutzen an der einen oder anderen Stelle? Also wir versuchen, das an ganz vielen Ecken einzubringen. Das ist gegenüber der Senatsverwaltung und der Stadtentwicklungsverwaltung nicht immer leicht, die einem gerne bis vor kurzem immer noch die klimarelevanten und Nachhaltigkeitsmaßnahmen als erstes rausgestrichen haben, wenn es um Kürzungen ging. Ich glaube, auch da sitzt bald oder hat schon ein Umdenken eingesetzt. Was gibt es noch für Punkte, die wir
an Ideen haben und umsetzen können. Das ist jetzt nur eine Auswahl. Da kann ich nicht alle nennen, aber eins vielleicht noch. Wie gesagt, Herr Kreuzig hat letzte Woche vorgetragen und wir haben uns gesagt, naja, also wenn man sich die Berlin und Berlin-Brandenburger Wissenschaftslandschaft anguckt, dann stellt man fest, wir sind in vielem bundesweit, in vielen Themen sicherlich herausragend aufgestellt, aber eben auch zum Thema Klima, Klimaschutz, Klimafolgenabschätzung. Wir haben an allen Universitäten in Berlin entsprechende Kapazitäten und Studiengänge und Schwerpunkte. Wir haben mit dem Institut in Potsdam für Klimafolgen einen bundesweiten Player. Die Potsdam ist auch nochmal stark in solchen Fragen. Wir haben eine große Anzahl außeruniversitärer Forschungsinstitute in Berlin und Brandenburg, von denen viele auch zu diesen Themen arbeiten. Die FU hat einen Schwerpunkt unter anderem in Biodiversität. Wir haben eher die technischen Sachen und so weiter und so weiter. Und haben gesagt, das muss doch möglich sein, das zu einem Schwerpunkt zu machen. Und haben gesagt, wir wollen die Berliner Projekte zusammenfassen in einem Einstein-Zentrum. Dafür haben wir einen Antrag gestellt, der jetzt Anfang Dezember hoffentlich positiv beschieden wird von der Einstein-Stiftung. Weil die Einstein-Stiftung eine Einrichtung des Landes Berlins ist, dürfen da nur Berliner Einrichtungen teilnehmen. Wir haben gesagt, ohne Brandenburg macht es aber keinen richtigen Sinn. Und haben deshalb so eine Doppelkonstruktion gefunden und noch das Climate Change Center, nur CCC ohne E vorne, eingerichtet. Da sind dann auch Brandenburger Universitäten, Wissenschaftseinrichtungen dabei. Wir haben außerhalb der Hochschulverträge eine Grundfinanzierung des CCC. Brandenburg hoffen wir, dass die eine eigene Finanzierung stellen können. Vielleicht auch eine kleinere, aber immerhin, wie gesagt, ein Einstellungszentrum beantragt. Wir wollen Forschung, aber eben auch Transfer in die Gesellschaft zu diesen Themen in Berlin und Brandenburg als einen Schwerpunkt etablieren, quer über alle Berliner Universitäten und Hochschulen. Die Universitäten, die drei großen und die Charité sowieso, aber auch die UdK und die Fachhochschulen und eben auch aus Brandenburg ganz viele Partner mitnehmen. Und das Thema, worüber Herr Kreuzig letzte Woche erzählt hat, ist eben auch ein Thema, was wir da bearbeiten wollen. Es gibt eben Pläne, wie man mit Klimaschutz auf supranationaler Ebene, also von der UN aus umgeht, auf EU-Ebene, auf Bundesebene, vielleicht auch noch in manchen Bundesländern auf der kommunalen Ebene wird es dann schon schwieriger. Und dazu eben auch was zu machen, ist eine Idee. Die zweite ist, dass wir natürlich ein Reallabor in Berlin und Brandenburg haben, bundesweit, wo es da kaum einen Vergleich zu gibt. Wir haben einerseits die Metropole Berlin und andererseits mit Brandenburg eben die eher ländlichen Regionen und können da viele, viele Beispiele sehen und das direkt sozusagen eben auch umsetzen an Ideen und beides eben betrachten, sowohl Metropole als auch ländliche Gegenden. Das passt also sehr, sehr gut und wir hoffen, dass wir da erfolgreich sind. Drücken Sie uns die Daumen, dass das für das Einstein-Zentrum gelingt und drücken Sie uns die Daumen, dass wir das eben auch schaffen, so einen großen Verbund an Partnern gut zu koordinieren, dass wir da sehr, sehr erfolgreich sind. Wir versuchen da eben auch weitere Anträge zu stellen und in der Forschung eben besonders kooperativ mit allen Partnern zusammenzuarbeiten. Es gibt ganz viele weitere Maßnahmen, was wir machen. Wir versuchen das Ganze natürlich auch gemeinsam und partizipativ zu machen, an der Uni entsprechende Plattformen zu gestalten, mit Studierenden, mit der Wissenschaft, da habe ich ein paar Beispiele genannt, mit der Verwaltung. Wir hatten verschiedenste Formate, wir haben auch einen Retreat drüber geredet, Hackathons veranstaltet, entsprechende Werkstätten, einen Nachhaltigkeitsrat, also an ganz vielen Ecken und Enden. Wir sind in Diskussionen mit der sozusagen lokalen Fridays, da sind vielleicht auch bei Ihnen welche dabei, Fridays for Future Gruppe und. Wie gesagt, wir versuchen das auch über die Wissenschaftslandschaft, nicht nur in Berlin, sondern Berlin-Brandenburg abzustimmen und da alle mitzunehmen und das möglichst groß und breit zu denken und da auch keinen zu vergessen und alle Ideen eben auch aufzugreifen. Was kann man da so als Fazit ziehen? Hochschulvertrag oder Verträge, der alte und jetzt der neue?
Und die Klimaschutzvereinbarungen bilden dann eben die Grundlage für die Arbeit, also die formale Grundlage. Wir hätten das natürlich auch sicherlich ohne gemacht, aber da haben wir es auch nochmal aufgeschrieben und sozusagen mit den Senatsverwaltungen verabredet. Die Klimaschutzvereinbarung und der Bürostandortentwicklungsplaner sind aufeinander abgestimmt. Da wäre es jetzt hilfreich, wenn noch ein bisschen Geld dazu käme, aber die Grundlagen sind erstmal gelegt. Wir haben eine ganze Reihe kurzfristiger Maßnahmen ergriffen, die wir eben auch fortsetzen wollen, in Teilen Wochenendschließung, Jahresendschließung, haben ganz viel eingespart und auch gesehen, dass dadurch die Welt nicht untergegangen ist, dass der Betrieb weiterging, und wollen das deshalb eben auch fortsetzen. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen geplant, von denen einige auch wirklich ganz, ganz modern, ganz neu sind, was für eine Uni sich aber auch geziemt. Und wir sind aber, das hatte ich schon jetzt mehrfach gesagt, bei vielem abhängig davon, dass das Land auch finanziert und von sonstigen Rahmenbedingungen. Das macht es für uns nicht einfacher, sondern eher herausfordernder. Und damit wäre ich, weil Sie bestimmt ganz viele Fragen haben, die man auch noch diskutieren sollte, jetzt erstmal am Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.